14.30 Uhr Dunkle hält die Spitze. Susanne Dunkle hat Nadine Heuchler derzeit fest im Griff und liegt 10,2 Sekunden vor der Deutschen. 14.27 Uhr Hecki beginnt mit Fehler ärgerlich. Schon die erste Patrone bei Lena Hecki findet ihr Ziel nicht und am Ende werden es beim Liegendanschlag sogar zwei Fehler für die Schweizerin. Eine Top-Platzierung wird sie heute abhaken müssen. 14.26 Uhr Kuzmina mit Fehler. Kuzmina gelingt das nicht und die Slowakin startet mit einem Fehler in ihren Wettkampf. Mit 14,9 Sekunden Rückstand ist aber noch viel möglich für die schnelle Läuferin. 14.24 Uhr Heuchler am Schießstand. Es gilt zum ersten Mal für Nadine Heuchler. Was kann sie bei ihrem ersten Besuch am Schießstand zeigen? Die Bedingungen sind richtig gut, heute muss jeder Schuss sitzen. Dunkle und Witkowa haben das bereits erledigt und gingen mit 0 Fehlern weg. Und Heuchler? Auch sie schafft die 0. Mit 9,1 Sekunden Rückstand zur Dunkle geht es wieder auf die Loipe. Am Start macht sich derweil mit Mathilde Brandt die nächste deutsche Biathletin auf den Weg. 14.22 Uhr Kuzmina startet mit schneller Zeit, wie zu erwarten hat bei der ersten Zeitnahme Anastasia Kuzmina aus der Slowakei die Führung inne. Noch hat das aber natürlich keinerlei Aussagekraft für das Rennen. 14.20 Uhr Hecki gestartet und auch die erste Schweizerin begibt sich mit Lena Hecki jetzt auf ihre 7,5 Kilometer. Nicht mehr lange, dann wird mit Katharina Innerhofer auch die erste Österreicherin den Sprint beginnen. 14.17 Uhr Heuchler im Rennen. Auch Nadine Heuchler begibt sich auf die Reise. Der Sprint sollte ihr durch die starke Laufleistung mehr liegen als der Einzel. Wir sind gespannt, was sie uns heute zeigen kann. 14.16 Uhr Rennen ist gestartet. Das Rennen ist gestartet und mit Veronika Witkowa aus Tschechien begibt sich die erste von 105 Starterinnen auf die Strecke. 14.14 Uhr 4 SchweizerInnen aus der Schweiz gehen heute 4 AthletInnen den Sprint an. Zu Lena Hecki, 9, Elisa Gasparin, 25, und Alta Gasparin, 66, stößt Susanna Meinen, die heute als 83. relativ spät ihr Rennen starten wird. 14.13 Uhr kann Hauser Einzelergebnis wiederholen. Lisa Theresa Hauser startete mit einem guten 9. Platz in den Winter, doch im Sprint kommt es deutlich mehr auf die Laufleistung an. Man darf also gespannt sein, ob sie ihr gutes Resultat auch heute abliefern kann. Die Österreicherin wird als 23. das Rennen über 7,5 Kilometer aufnehmen. Neben ihr sind Katharina Innerhofer, 13, Julia Schweiger, 41 und Dunja Sedak am Anlauf, die das Rennen mit Nummer 105 abschließen wird. 14.10 Uhr, die deutschen Damen. Den Auftakt für die deutschen Damen wird Nadine Heuchler geben, die mit Startnummer 4 eine der frühen Startnummer hat. Franziska Hildebrandt wird knapp 10 Minuten nach ihr als 21. Das Rennen in Angriff nehmen. Denise Herrmann und Vanessa Hinz gehen das Rennen mit den Nummern 32 und 33 direkt hintereinander an. Franziska Preuß und Caroline Heuchler folgen deutlich später mit den Nummern 70 und 72. Komplettiert wird das DSV-Aufgebot durch Anna Weidel mit der Startnummer 84. 14.08 Uhr. Wer sind die Favoritinnen? Noch sind FavoritInnen so früh im Biathlon-Winter schwer auszumachen. Klar ist aber, dass einige große Namen unter Druck stehen. Mit Rang 30 im Einzel konnte beispielsweise Kajsa Mekarin ihre Rolle als eine der Großen ihrer Sportart nicht erfüllen. Auch Anastasia Kuzmina lief nicht wirklich die Platzierung ein, die man von ihr nach dem starken letzten Winter erwartet hatte. Auch Dorothea Viera möchte aus Slowenien sicher mehr mitnehmen als Platz 7 im Einzel. 14.01 Uhr schnelles Laufen vom Vorteil. Anders als im Einzel stehen heute lediglich zwei Schießeinheiten auf dem Plan, weshalb in dieser Disziplin die stärksten Läuferinnen im Vorteil seien.
Durch kurze Strafrunden und schnelle Schießzeiten können Fehler auf der Loipe ausgeglichen werden, weshalb im Sprint die Form in der Loipe eine große Rolle spielt, wenn es um Sieg oder Niederlage geht. 13:52 Uhr. Überraschungen im Einzel. Im Einzelwettkampf gab es hier einige faustdicke Überraschungen und am Ende des Tages standen AthletInnen auf dem Podest, die man dort sicherlich nicht erwartet hatte. Die großen FavoritInnen patzen indes fast durch die Bank weg. Punkt. Eine Momentaufnahme. Das wird der heutige Sprinttag zeigen. 13:46 Uhr. Hallo aus Pokljuka, hallo und herzlich willkommen zum Biathlon-Weltcup der Damen aus dem slowenischen Pokljuka. Am heutigen Samstag steht um 14:15 Uhr der Sprintbewerb an.